Bischöfe können aufatmen. Der viertägige Deutschlandbesuch von Papst Benedikt ist organisatorisch glatt über die Bühne gegangen und der Papst hat sein Mammutprogramm trotz seiner 84 Jahre gut gemeistert. Zurück lässt Benedikt viele begeisterte Katholiken, aber auch zahlreiche enttäuschte Erwartungen. Die Missbrauchsproblematik in der Kirche schnitt er zwar an und traf sich auch mit Betroffenen, die Opferverbände sparten aber trotzdem nicht mit Kritik. Der Vorsitzende des Netzwerks Betroffener von sexualisierter Gewalt, Norbert Deneff aus Scharbeutz, sagte zur RSH. Und nun sagt zum Beispiel die Kirche und sagt, wir klären selbst auf. Das ist das Gleiche, als würde die Mafia ihre Verbrechen selbst aufarbeiten wollen. Das geht nicht. Das muss von extern passieren. Und zwar kann es nur passieren, wenn die Verjährungsfristen aufgehoben werden, und zwar rückwirkend. Erst dann kriegen wir wirklich eine Aufarbeitung hin. Alles andere ist nur Gerede und Gerede.